Also das Anybody There ist ein Projekt, das geboren wurde am Anfang der Corona-Zeit. Ich glaube, das war eine Idee, nach vorne zu gehen, also weiterzumachen. So eine Gegenbewegung zu dem Lockdown, glaube ich. Und dann hatte ich die Idee, wir machen was Interdisziplinäres. Und hatte schon mit einer Künstlerin gearbeitet, mit einer Tänzerin, mit der Jang Yang Kim. Und hatte auch mit der Marie Boots, die hauptsächlich zeichnet, aber auch Performances macht und Installationen macht, habe ich mir dann gedacht, das wäre eine sehr schöne Sache, wenn wir drei Frauen ein Projekt zusammen entwickeln zum Thema Körper. Das Ziel des Projekts ist es, die Schülerinnen für eine Zusammenarbeit zu sensibilisieren und natürlich auch, dass sie in dem Projekt gelernt haben, unterschiedliche Zugänge zu sich zu finden und auch zu merken, okay, es gibt mindestens drei Medien, die ich jetzt über ein Jahr kennengelernt habe, in denen ich mich ausdrücken kann. Also Fotografie, Tanz und Zeichnung. Und das ist ja schon mal toll, also wenn sich die Vorstellung von Kunst öffnet. Also ihr könnt offener werden. Oder gegensätzlich. Also nicht, dass alles so wiederholt, weil da langweilt sich dann nicht. Im Kunstunterricht hatten wir das Thema Körper und dazu haben wir Zeichnungen gemalt und auch getanzt, weil es hat ja alles was mit dem Körper zu tun. Und ja, wir haben schon coole Sachen gemacht. Es mussten keine schönen Bewegungen sein, sondern die Leute mussten einfach erkennen, was wir meinen und welche Message wir rüberbringen wollen. Ja, und es ging halt auch nicht bei den Zeichnungen um Perfektion, sondern einfach, wir sollten was ausdrücken und es war egal, ob es jetzt das hässlichste Bild oder das schönste Bild ist. Das Problem, was wir hier haben mit der ernsthaften Kunst und Kultur, um es mal so zu sagen, es gibt eine Kluft zwischen Rezipient und Produzenten oder Vermittlern. Und diese Kluft muss man so früh wie möglich überwinden. Die Leute haben viel zu viel Respekt vor der Kunst. Und je jünger die Jugendlichen sind oder die Kinder, desto leichter kann man diesen Respekt noch abbauen. Und das Großartigste ist natürlich, wenn von den 20 Künstlerinnen oder Schülerinnen und Schülern, die in die Galerie kommen, vielleicht ein oder zwei oder vielleicht sogar drei später dann mal auch wieder in die Galerie gehen oder den Galerien treu bleiben. Und ganz davon abgesehen ist es für mich auch erfrischend. Ich bin auch dankbar für Anregungen, gerade auch von Leuten oder von jungen Menschen, die eben nicht aus dem Kunst- und Kulturbereich kommen. Da darf man ja auch, man muss ja immer auch gesellschaftlich am Ball bleiben. Und das passiert über so Projekte auch. Es ist auch einfach wichtig, dass man seinen Körper, also in Kunst, finde ich, geht es ja jetzt nicht nur darum, um was aufs Blatt zu bringen, sondern auch, ich finde auch ein Tanz ist jetzt Kunst. Oder irgendwelche Bewegungen und dadurch haben wir halt unseren Körper besser kennengelernt und also wir leben ja auch in einer sehr modernen Welt und da ist ja auch Social Media und so und da gibt's halt so, da wird halt diese Perfektion sehr angesehen, aber wir sollten die halt mal beiseite stellen und halt nur halt unsere Gefühlen oder was wir halt denken freien Lauf lassen. Weil ich finde, das